Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Video an. Das hatte ich mir abgespeichert. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist, Chat. Wir gucken einfach mal rein auf dem Entspannten. Den Bre habe ich abonniert vor einer Weile, random entdeckt. Der macht ziemlich gute Videos. Ist noch so ein Undercover-Channel, der könnte groß werden. Wir gucken mal rein zusammen. Mittlerweile weiß selbst meine Oma, dass man im Internet durch Social Media Geld verdienen kann. Doch das meiste Geld verdienen Influencer schon lange nicht mehr durch YouTube-Ads oder Produktplatzierungen. 2022 wird die Marktgröße für Influencer-Marketing auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Mehr als doppelt so viel als noch 2019. Brand-Deals machen aber laut Medienberichten gerade einmal 31% vom Einkommen großer Influencer aus. Immer mehr Creator nutzen ihre Reichweite, um selber unternehmerisch tätig zu werden. Viele dieser Firmen machen schon wenige Monate nach der Gründung Millionenumsätze. Die Creator-Economy wird laut Medienberichten einer der größten Märkte dieses Jahrzehnts sein und daher wahrscheinlich auch eine Menge an neuen Millionären sowie Multimillionären unter 25 hervorbringen. Die meisten jungen Leute, die sich für Wirtschaft interessieren, lesen nicht mehr den Aktionär oder das Manager-Magazin, sondern folgen Finanzinfluencern wie einem Finanzfluss oder Aktien mit Kopf. Wenn ich Sport machen will, schaue ich mir... Oh, Digga, Tim, einfach so in Form. Videos von Fitness-Influencern an. Aber merkt ihr schon, Chat, die Qualität von dem Video... Und wie gut der Comment, also wie gut der redet. Geiler Channel, ich hoffe, der wächst. Vielleicht gönnt ihr ein bisschen Hack. Link unten in der Videobeschreibung für die YouTuber. Und ja, an den Channel-Inhaber weiter so. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich euch bzw. auch mich jetzt nicht enttäuschen werde. Statt ein Lifestyle-Magazin zu lesen, weil ich zu den Creatoren einen viel besseren Draht habe als zu anonymen Zeitungen oder Journalisten. Die Leute vertrauen der Person, die vor der Kamera ist und nicht der Marke im Hintergrund. Oh, dass er denen jetzt zeigt... Ist das Video entstanden vor seinem Beef? Oder nee, warte mal. 27.07. Nee. Das war sogar nach seinem Beef. Dann meint das wahrscheinlich so, ja, kann auch falsch laufen, ne? Ich meine, gucken wir uns hier einfach mal schon allein das an, was in der deutschen YouTube-Landschaft in den letzten 3 Jahren oder. Wer war das, Bruder? Du hast das nicht mitbekommen? So abging. Ich meine jetzt nicht die Casino-Thematik, sondern eigene Produkte und Marken von Influencern. In Deutschland, ach, chillig, sind neben klassischen Influencern auch Rapper voll auf dem Film. Nicht nur hat mittlerweile jeder, der mal 100.000 Streams auf Spotify hatte, 5 verschiedene Shisha-Tabaksorten, Capital Bra, ach geh, warte, ich bin ja beim Fernsehen, Capital Bra zeigt auch schon sehr gut, wie man andere Produkte außerhalb des engeren deutschen Kosmos vermarkten kann. Seine eigene Pizza und... Ich finde ja auch, Chat, also guck mal, es funktioniert ja auch so gut, ich bin ja auch Fan von einem UFO oder so. Und wenn UFO jetzt ein Produkt rausbringt, als Beispiel... Ihr wisst ja, ich feiere Paulaner Spezi. Wenn jetzt UFO Paulaner Spezi rausbringen würde, in vielleicht ein bisschen besser oder auch minimal schlechter, würde ich wahrscheinlich auch das Spezi von ihm kaufen, weil ich ihn halt feiere und auch supporten möchte. Ne? Wenn die Rapper oder Content Creator ein qualitativ hochwertiges Produkt rausbringen, zu einem ähnlich fairen Preis wie das andere Produkt, dann ist es ja eigentlich voll geil, wenn man als Zuschauer, als Fan denjenigen supporten kann, ohne dass man sich einen Zacken aus der Krone bricht. Deshalb funktioniert es ja auch so gut. Wenn das Produkt eine gewisse Qualität hat, ne? Da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Griff in die Tonne, aber das, also jetzt mit dem aktuellen Stand, du kannst dir das eigentlich gar nicht mehr leisten, irgendeine Billo-Modemarke rauszuschallern. Die Leute kaufen das, merken, dass es Schmutzqualität. Die Reviews werden zugebombt mit 1-Sterne-Bewertungen, irgendwelche Unbox-Vlogger und so bestellen sich den Bums, ne? Wie auch ein Tanzverbot, der mal den Merch von, beziehungsweise den Stuff von Monte bestellt hat und die Qualität ist halt 1A. Wäre die Qualität shit gewesen, dann, Bruder, dann wüsste es halt jeder, ne? Du kannst es dir eigentlich gar nicht mehr leisten, irgendeinen Shit rauszubringen. Der Shitstorm wäre unglaublich. Wartet mal kurz. Hallo? Ja, ja, die Hype-App von Sascha und so ist am Apparat. Ja? Hallo? Hallo? Okay, Bruder. Auch solchen Bres passiert halt mal einen Griff ins Klo, aber da ist, würde ich behaupten, niemand zu Schade gekommen. Ne? Eistee, die man fast jedem Supermarkt kaufen kann. Ui! Vermarkten kann. Seine eigene Pizza und Eis. Da ist tatsächlich ganz kurz der Offline-Elotrix aus mir rausgekommen. Die man fast jedem Supermarkt kaufen kann, sind ein nächster Schritt und zeigen uns, was... Das sieht so falsch aus im ersten Moment, ne? Was in Zukunft noch alles möglich ist. Oder gucken wir auch auf einen Ratar und sehen, was er aus seinem Köftespieß für ein Unternehmen gemacht hat, was ja eigentlich auch nur durch ein Meme im ersten Lockdown entstand. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen
Köftespieß, weißt du? Nicht nur Rapper, auch... Oh nein, nicht der! Bruder, er sieht immer aus wie ein Serienmörder, Alter. Ich kann ihn nicht mehr sehen, ey. Oh mein Gott, ist der cringe. Auf, ich will auf die Zugspitze, ich will auf den Mount Everest. Jeder Influencer nennt sich mit... Gleich mal nochmal den Song anmachen. Oder hat er den schon weggebannt, weggestrikt? Mittlerweile Unternehmer gefühlt. Kennt ihr noch damals die guten alten Inscope-Videos? Alter, die waren so geil, wo er viel mit Karl S. gechillt hat und dieses Hüss es ja, Hüss es ja, das kam ja von Karl S. Karl S. Es ist ja, Hüss es ja. Daher kam das eigentlich. Du musst hascheln, ja, fühlt, genau. Du kannst ja schon eine ganze Modeabteilung ja. Mit Klamottenmarken von YouTube. Ist bis heute eigentlich, sagt man das so, man aufmachen. Mittlerweile wird es anscheinend ab einer gewissen Größe von einem erwartet, eine eigene Streetwear-Brand zu gründen. Ich hoffe, Sascha wurde hier nicht in einem negativen Kontext eingebaut, mein Lieber. Ihr habt die im Auge. Von wem war das, die Pizza-Chat? Von wem war die Pizza, die im ersten, wo die erste Charge komplett zurückgerufen werden musste, wegen Plastiksplittern auf der Charge? War die von Luca? War die von ihm? Ah, auch eine böse Nummer, Digga. Das tut weh. Doch, woher kommt das Ganze? Und da muss man auch gar nicht lange suchen, sondern kommt direkt auf Justin. Ich denke, wenige hatten hier in den letzten Jahren einen so starken Einfluss auf die deutsche Streetwear-Szene, so wie er. Ganz krass. Egal, ob man ihn mag oder nicht, ich mag ihn ja, was er sich mit Peso aufgebaut hat, das muss man einfach sagen, stark. Ganz stark sogar. Und wenn wir über YouTuber-Mode sprechen, war er es auch, der den Grundstein für fast alle heutigen Brands in einer gewissen Weise gelegt hat. Sein Unternehmen Peso ist in den letzten Jahren zu einer der aufstrebendsten Brands in ganz Europa geworden und mittlerweile ein Multimillionen-Business. Absolut verrückt. Leider gibt es wenig öffentliche Zahlen zu Peso und eine Rechnung mit vielen unbekannten Variablen mag der Faktenchecker nicht. Wir können aber sagen, dass Justin wahrscheinlich zu den bestverdienendsten deutschen YouTubern gehört und sein Unternehmen Peso ein perfektes Beispiel. Wie heißt er? Dass Justin wahrscheinlich zu den bestverdienendsten deutschen YouTubern gehört. Justin Fuchs. Oha! Was ist denn das für ein geiler Name? Bruder, lass mal heiraten, ich will deinen Nachname. Carsten Fuchs, da sehe ich mich. Und sein Unternehmen Peso ein perfektes Beispiel dafür ist, wie Content Creator aus ihrer Nische heraus Unternehmen aufbauen können. Mein Chat schreit ja auch gefühlt seit 3 Jahren, seit meinem Comeback schreien die Zuschauer nach Merch. Oder halt auch nach einer Modemarke. Die Leute haben Bock zu supporten, die Leute haben Bock, etwas zu holen, mit dem sie sich identifizieren können in Verbindung mit deiner Person. Aber ich habe immer nicht die Zeit und den Kopf dafür gehabt. Und nur dann, um ein bisschen extra Cash mitzunehmen, habe ich es halt auf Krampf einfach nicht gemacht. Ne? Was rückwirkend wahrscheinlich auch dumm ist, weil die Leute haben Bock drauf. Aber ich konnte mich halt nie dazu durchringen auf Krampf. Wenn ich es irgendwann mal fühle, dann ist es halt so. Jetzt, wo ich es halt auch anspreche, hatte ich vor einer Weile wieder ein Gespräch mit 1, 2 guten Kollegen über das Thema. Einer ist gut drinne in der Thematik und hat selber noch keine. Und vielleicht schließt man dann sich zusammen, ähnlich wie Trimax und Amar, und macht dann zusammen etwas. Aber das ist jetzt noch nichts, was spruchreif wäre. Ne? Aber prinzipiell, jetzt im Moment bin ich viel on Tour, jetzt habe ich Bock. Also wenn, wann dann? Ne? Weil Ende des Jahres kommen dann wieder die ganzen Story-Games, da bin ich dann wieder in God of War verschwunden und so. Muss man mal gucken, Chat. Aber auf gar keinen Fall auf Krampf. Ne? Sowas ist wichtig und richtig, dass die Qualität 1A ist. Auch in den Top-Plätzen spielt Bibis Beauty Palace. Gut, jetzt nach der Trennung wird es erstmal teuer und die Scheidungsanwälte freuen sich. Aber auch sie hat sich ein Imperium verschiedener Produkte aufgebaut. Laut Medienberichten... Ja, da wird einfach... Die haben doch safe einen Ehevertrag, oder? Außerdem Julienko hat doch selber genug Cash. Macht ihre Duschgel-Marke allein 2016 über 12 Millionen Euro Umsatz. Die Produkte kann man in fast allen DM-Filialen kaufen und seit 2016 gibt es ja auch mehrere neue Produkte, weshalb der Umsatz in jüngster Vergangenheit wesentlich höher ausfallen dürfte. Wer schon vor seiner YouTube-Karriere... Wer sich gefragt hat, warum sich ein geisteskrankes Haus kaufen kann, wo 2 Etagen nur Einbauschränke sind und unten noch ein Schwimmbad drin ist... Ja, jetzt wissen wir es. Der Unternehmer war, aber durch seine Reichweite auf Social Media diese nutzte, um sein Kerngeschäft weiter zu befeuern, ist JP Performance. Selbst jemand wie ich, der null von Autos versteht, geschweige denn sich dafür interessiert, ist der Mann ein Begriff und ich behaupte einfach mal, er ist der... Tatsächlich habe ich seinen Namen
schon mal gehört, aber nicht sein Gesicht dazu. Bekannteste seiner Branche. Durch seinen YouTube-Erfolg kam er nicht nur in Dutzende Rollen in TV-Shows und Serien, sondern hat 2017 auch sein eigenes Restaurant eröffnet und sein eigenes Rennteam gegründet. Beim Rennteam ist er aber 2020 wieder ausgestiegen. Natürlich hat er auch seinen eigenen Merch und ein Automobilmuseum. Was sonst? Ach ja, und wenn dir diese Art von Videos gefällt, dann lass doch ein Like da und abonnier den Kanal. Wenn wir jetzt aber mal weg von Deutschland in die USA schauen, sehen wir, dass in Deutschland das alles irgendwie nur Peanuts sind. Ein Logan Paul machte mit seiner Merch-Marke Maverick im ersten Jahr zwischen 30 und 40 Millionen US-Dollar Sales. Gebrochen! Ein Mr. Beast hat mit seiner Burgerkette, welche er mal irgendwie so nebenbei casually gelauncht hat, mittlerweile mehr als 300 Locations und macht damit mehr als 30 Millionen US-Dollar Umsatz. Das ist ja nicht richtig seine Burgerkette, sondern, wie nennt man den Scheiß nochmal, Chat? Sondern Lokale haben, wie nennt man das, Franchise? Ja, genau. Die Lokale haben in seinem Namen aufgemacht, aber es ist nicht alles seins, nicht der ganze, also ja, so ein Mittelding, ne? Aber du, egal, auch ein Mr. Beast kann sich nicht 300 Burgerketten leisten. Das geht einfach nicht. Das ist zu teuer und das Risiko zu groß. Kylie Jenner hat mit 23 51% ihrer Firma verkauft von Kylie Cosmetics und dafür 600 Millionen US-Dollar bekommen. Aber nicht nur. Aber warum verkauft man über die Hälfte, Digga? What? YouTuber. Hilfe, Chat, helfen Sie mir! Und andere Content-Creator schaffen es mit ihrer Reichweite in. Chat, passt mal, uff! Eine gute, sehr gute Freundin hatte vor circa 10 Jahren, 10, 9, 8, irgendwie so, um Dreh, hatte sie die Idee, Wimpern zu machen. Eine Firma für Wimpern. Zu der Zeit, wo noch fast kein Mädchen Wimpern getragen hat. Wenn die das gemacht hätte, oh mein fucking Gott, Digga, dann hätte ich einfach mit einer Multimillionärin Sex gehabt. Aber schade, dass es nicht gemacht hat. Die hatte die richtige Idee zu der richtigen Zeit, aber hat es nicht gemacht. Enorme Unternehmen aufzubauen. Mann, wer fragt denn da so dumm? War es Frau Bauer, Digga? Bist du doof oder was? Mords, hochscrollen, Timeout, eine Woche, Digga. Diese dummen Fragen. Also wirklich. Und auch andere Promis sind damit sehr erfolgreich. George Clooney zum Beispiel hat seine eigene Tequila-Marke namens Casamigos. Und diese hat er 2017 ganz entspannt für 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Auch Jessica Alba hat mit ihrem Unternehmen The Honest Company 2021 über 80 Millionen US-Dollar Umsatz generiert und ist damit sogar an der Börse gelistet. Nice. Apropos Börse, wenn ihr euch für Wirtschaft und Finanzen interessiert, dann abonniert doch den Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch und hier könnt ihr euch noch ein anderes Video von Funk anschauen. Ja, moin, kurz und knackig. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Infos zu Influencer-Marken gehabt. Mir hat da jetzt auch einen Elias mit VivaVate und so hat mir gefehlt, einen Monty mit seinem Shop und so, aber schönes, knackiges Video und ja, true. True. Das, was auf YouTube und so reinkommt und mit Placements, ist wahrscheinlich, wenn du eine gut laufende Firma hast, wahrscheinlich Klimpergeld.